Willkommen in der Sentinel Bay zu einer neuen Episode von Rebuilding Mask. Und ihr könnt schon sehen, neben diversen Einzelteilen, die wir uns heute mal angucken, ob wir die gebrauchen können, werden wir uns mit einer wahren Ikone des Franchises beschäftigen, nämlich mit Rhino. Fangen wir mal mit den Ersatzteilen an, denn da muss ich wirklich sagen, das war ein echter Glücksgriff. Mir fehlen gar nicht so, bei diesen Fahrzeugen, die ich jetzt schon habe, fehlen mir gar nicht so viele Einzelteile in dem Sinne. Aber ja, gewisse Sachen fehlten mir halt schon und ich hatte tatsächlich einen Verkäufer gefunden, der so eine Ersatzteilsammlung hatte, wo original fast alles drin war, was mir aktuell fehlt. Und das ist ziemlich cool. Und wir gucken jetzt mal, ob das alles auch so schön passt, wie ich mir das vorstelle. Und wir fangen mal an mit Razorback, den ich hier schon mal vorbereitet habe, ganz Jean Pütz-mäßig. Und ihr seht, ne, wer sich an das Review erinnert oder an die Folge von Rebuilding Mask, hier ist mir eine von diesen Raketen hier, die ist abgebrochen. Und da brauchte ich ein Ersatzteil. Jetzt habe ich zwei gefunden. Hat die auch nur im Doppelpack verkauft, das ist okay. Ihr seht, eine davon ist ebenfalls hin, nämlich diese hier, die kann ich an die Seite tun. Und die andere ist noch heile, das heißt, die kann ich einbauen. Die sind symmetrisch, also egal auf welcher Seite man die einsetzt letztendlich. Man hat zwar hier dieses, ne, hier sind dieses Boom-Marks auf der Unterseite, aber ich glaube, das ist sogar die richtige Seite. Das ist also kein großes Problem. Und das klippt letztlich einfach nur hier so drum herum. Das heißt, ich muss das jetzt nur gucken, dass ich das von hinten hier drum drücke. Möglichst ohne es abzubrechen, dann wäre es natürlich ein bisschen Banane. Das war nicht beabsichtigt, aber ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn sich die Tür hier löst, dann habe ich nicht so viel Gewicht hinten dran. Und dann können wir mal gucken, ob wir das drumherum bekommen. Jo, das passt. Cool. Das heißt nämlich für mich, abgesehen von der Tatsache, dass bei meinem Razorback das ein oder andere etwas vergilbt ist, was bei diesem Modell leider gang und gäbe war, und der Tatsache, dass mir hier der Druck schon so ein bisschen abgegangen ist und so weiter, würde ich sagen, ist mein Razorback komplett. Und das ist ziemlich nice, weil das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu finden, immer genau die Teile, die man tatsächlich braucht. Dann haben wir Razorback schon abgehakt. Als zweites haben wir hier liegen den Spoiler von Buzzard. Das ist Buzzard. Auch den habe ich schon gezeigt. Der ist auch sonst eigentlich in gutem Zustand und komplett. Das Einzige, was halt fehlte, besagter Heckflügel. Und auch den habe ich hier gefunden. Der ist auch soweit ganz cool. Was nicht so cool ist, ist hier, dass der Sticker ist völlig hinüber. Das ist aber nicht so dramatisch. Ich habe nämlich mit der Hilfe einer Mask Facebook Community bei eBay einen ziemlich coolen Verkäufer gefunden, der so ziemlich jedes oder für jedes Mask Set Ripple Labels hat. Und zwar nicht so selbst zum Selbstausdrucken, sondern er druckt die wirklich für einen und wohl auch in einer ziemlich hohen Qualität. Er sitzt in Australien, der Mann. Aber das ist nicht dramatisch, die Preise sind okay. Und ich habe mir jetzt mal einen Satz bestellt. Buzzard war jetzt noch nicht dabei, aber ich habe mir, was habe ich mir bestellt? Switchblade und Condor und Piranha. Da habe ich momentan den größten Bedarf und dann testen wir das einfach mal. Und wenn das funktioniert, kann ich mir doch hier diesen Heckflügel wieder schick machen. Und ihr seht jetzt hier, ne, hier sind diese beiden Schlitze. Und wenn ich, so wie ich das verstanden habe, wird das einfach nur da reingeklippt. Quasi so unten reingehängt und dann oben reingedrückt. Hier da, das geht sehr einfach, das erklärt auch, warum es so einfach rausgeht. Und dann ist auch mein Buzzard komplett. Das ist cool, das macht wirklich Spaß. Dann haben wir jetzt noch das letzte Teil und gucken mal, ob das passt, aber auch da habe ich ehrlich gesagt wenig Zweifel. Wir haben hier meinen Gator, der fast komplett ist, ihm fehlen nur zwei Sachen. Ihm fehlt hier oben diese Kanone, die ich wahrscheinlich ewig und drei Tage suchen werde. Und es fehlt die Frontscheibe. Und die Frontscheibe habe ich jetzt auch hier gefunden. Die wird einfach hier nur so eingeklippt. Die Clips sehen auch noch gut genug aus, dass ich vermute, dass es hält. Einmal. Oh, der zweite ist aber schon mit reingerutscht, hat man gar nicht gehört. Das hält ebenfalls und damit ist auch mein Gator nahezu komplett. Geilo. Dann hatten wir im Set einen Brad Turner inklusive Hokuspokus-Maske vom Condor-Set. Was auch cool ist, denn Condor habe ich schon, den habe ich hier geholt. Ich habe auch Brad Turner schon, aber die Maske war mir kaputt gebrochen, weil sie einfach zu hart war. Und deswegen vergleichen wir jetzt erstmal kurz die Figuren. Mein Brad Turner, den ich hier schon habe, sieht zwar eigentlich ziemlich gut aus, hier vorne hat er so ein paar ab. Platzer auf der roten Farbe, aber insgesamt bin ich mit ihm eigentlich noch ganz glücklich. Und das ist der, den ich jetzt bekommen habe und der sieht aus mehreren Gründen besser aus. Zum einen ist klar, hier vorne dieser rote Kratzer hier, der fehlt. Ist auch so ein bisschen Farbe ab, ne? Aber ist nicht ganz so offensichtlich. Was ich aber viel wichtiger finde, die Sonnenbrille ist deutlich sauberer bemalt. Also hier ist man ordentlich über die Kanten gerutscht. Das sieht besser aus. Guck uns die Rückseite nochmal an. Das auch problemlos, also behalte ich auf jeden Fall den neuen Brad Turner und er bringt mit die Hokuspokus-Maske, die mir kaputt gegangen ist und die ist zum einen tatsächlich noch ein bisschen weich, also sie beginnt auszuhärten, aber ist noch weich genug
Und die Farbe ist rundherum noch dran. Die sieht quasi perfekt aus. Das heißt, ich habe jetzt meinen Brad Turner mit der Maske und das vervollständigt, abgesehen von den fehlenden Stickern, die aber ja schon in der Post sind, meinen, na, ach, die Beine sind ein bisschen weit auseinander hier bei dem Guten und die Kniegelenke etwas fest und die Hüfte vor allem. Eieiei. Naja, aber geil. He's got the looks, wie man so schön sagt. Und damit ist mein Kondor komplett. Cool. Das heißt, ich mache heute richtig was fertig hier. Tolle Sache. Machen wir weiter mit den Adventure Packs. Auch da habe ich viele einzelne Teile bekommen. Nichts, was jetzt irgendwie etwas komplettiert wirklich. Aber ich komme einen ganzen Schritt weiter. Wir machen das Ding mal kurz an die Seite und schauen uns mal dieses nette Teil hier an. Das hier ist der Schneeschuh oder einer der beiden Schneeschuhe vom Arctic Assault Set. Das ist das hier. Und ihr seht, ich habe bisher noch keinen Schuh, das heißt, ich bin jetzt zumindest schon mal so einen Schritt weiter. Der zweite Schuh fehlt mir noch, den habe ich aber tatsächlich schon gekauft, nämlich gestern bei eBay Kleinanzeigen. Juhu! Von daher bin ich hier fast fertig, der zweite Schuh kommt noch, da werde ich gucken, bestimmt ein eigenes Video machen, das flechte ich mal irgendwo mit ein. Was jetzt nur noch fehlt, sind hier diese gelben Armklingen, die er hat, die ich einzeln kaufen könnte, aber 2,50 plus Versand ist mir ehrlich gesagt für so ein Plastikteil zu teuer. Also da baue ich weiterhin auf Ersatzteil, Läger anderer Sammler. Und bis dahin muss ich jetzt hier mit dem einen Schuh zurechtkommen. Aber Arctic Assault nimmt so ganz langsam Formen an. Dann haben wir diese Teile hier bekommen. Habt ihr im letzten Video, glaube ich, schon gesehen. Das ist nämlich Rescue Mission mit Bruce Sato. Und da hatte ich ja das Drama, dass ich diesen Bruce Sato, also dieses Rescue Mission Set bekommen hatte. Und die Maske zerbrochen war auf dem Versandweg, weil sie einfach viel zu hart war. Und ich habe eine neue Maske bekommen. Und die ist sehr schön und sehr weich und auch noch nicht ansatzweise so vergilbt, wie die das letzte Mal hatte. Das heißt also, an der Maskenfront bin ich schon mal durch. Und was halt auch nicht so schön war, dieses Backpack hier hatte schon, ne, hier so Ecken, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das über kurz oder lang reißt. Ne? Und das ist alles nicht so schön. Ich habe ein neues Backpack bekommen. Das sieht deutlich besser aus. Das heißt, auch da bin ich einen Schritt weiter. Und das werde ich jetzt mir mal angucken, ob ich vielleicht auch bei der Figuren Schritt nach vorne gemacht habe. Ich gucke mir das mal, ich lasse das erstmal dran, die ganzen Teile, nicht, dass ich das auseinanderbaue. Und dann ist es am Ende doch nicht die bessere Figur. Das ist die alte, das ist die neue. Was man schon sieht bei der neuen Figur, sind die Haare extrem abgenutzt. Die alte hat halt hier so an den Handschuhen ein paar mehr Farbablatz, aber die hat er hier auf der Seite auch. Und von daher würde ich mal sagen, die Figur bringt mich nicht wirklich vorwärts. Die kommt in die Resale-Kiste. Aber alles andere kann ich sehr gut gebrauchen. Sowohl das Jetpack als auch die Maske. Und das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, ist tatsächlich dieser Enterhaken. Es gibt so ein Enterhakenseil. Ob ich das Ding nochmal irgendwo einzeln finde, keine Ahnung. Aber ansonsten bin ich mit Rescue Mission auch fast fertig. Und dann haben wir noch die zwei Packs hier. Das eine ist die Jungle Challenge. Die Namen waren auch immer toll von diesen Sets. Das ist erstmal nur ein Anfang. Wir haben die Arrow-Maske. Die sieht noch ziemlich gut aus. Die ist auch, wird auch hart schon, aber sie hat hier so ein paar Flecken und so. Aber per se sieht noch ziemlich gut aus. Ist alles noch dran. Von daher bin ich hiermit auf jeden Fall schon mal glücklich. Und wir haben das entsprechende Jetpack. Weiß gar nicht, wie kriegt man das aktiviert? Wahrscheinlich hier drauf drücken. Jo, und dann kommen die Flügel raus. Und auch das ist noch okay. Ne, das Band ist okay. Die beiden Nupsis hier sind noch dran, wo man das Band entsprechend einhängen kann. Und das ist soweit so viel. Da fehlen noch viele Teile. Natürlich fehlt erstmal vor allem die Figur. Aber dann gibt es noch, da gab es noch so zwei Fangseile irgendwie und so ein Enterhaken, glaube ich, und so ein Gürtel für die Figur. Also da habe ich noch einiges zu tun, aber es ist ein Anfang. Gleiches gilt für dieses Set hier. Das nennt sich Venom's Revenge. Das hatte ich tatsächlich auch als Kind, zumindest teilweise. Weil ich kann mich erinnern an dieses Backpack und ich kann mich erinnern an diese Handwaffen. Woran ich mich tatsächlich nicht erinnern kann, ist diese Maske, die Ripper-Maske. Die sieht erstmal ziemlich cool aus, das ist das eine. Die ist auch noch weich, da ist auch noch alle Farbe dran, nichts gebrochen und so weiter. Das heißt, die ist wirklich perfekt. Dann haben wir das Backpack, was auch hier so einen Flügelmodus hat, indem man einfach hier diesen Schieber runterschiebt. Und dann hat man hier dieses Triebwerk mit den Flügeln. Das hat nur ein Problem, nämlich dass hier einer der Pins abgebrochen ist. Also das ist definitiv nicht die finale Fassung. Wie gesagt, schon mehrfach erwähnt, die Adventure Packs und auch die Figuren Packs sind für mich jetzt nicht Sammelfokus. Wenn ich da was Schönes finden kann, nehme ich das mit. Und wenn ich aber irgendwas mal nicht vollständig kriege,
dann geht die Welt für mich da an der Stelle auch nicht unter. Von daher, wenn es jetzt bei dem Jetpack bliebe, wäre es halt so. Aber vielleicht finde ich ja nochmal ein besseres. Venom's Revenge war nicht so selten. Was schwieriger werden wird, wir haben hier diese beiden Handwaffen, die man dem Miles Mayhem, der dazu gehört, der wird auch nochmal schwierig zu finden, glaube ich, konnte man dann entsprechend die Dinger an die Hand stecken. Konnte man ja auch zusammenstecken? Tatsache. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Und dann gibt es hier oben fehlen noch so kleine rote Raketen, die man hier drauf steckte. Die hatte ich als Kind definitiv auch, das weiß ich, aber die zu finden wird, glaube ich, nochmal richtig schwierig. Und was bei dem Set auch dabei war, was auch nahezu unmöglich ist, original zu bekommen, so kleine Gummischläuche, die man hier ansteckt und dann, glaube ich, hier hinten in den Backpack irgendwie, dass er quasi die Waffen über seinen Energierucksack speist oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Gummischläuche, die halt einfach in der Regel der Zeit zum Opfer gefallen sind oder einfach verschwunden, die werden auch schwer zu finden. Da gibt es aber ganz gute Repro-Geschichten, wo ich mir gegebenenfalls mit aushelfen kann. Doch genug um den heißen Brei rumgeredet. Gucken wir uns mal das an, was es wirklich geht. Das Wappentier sozusagen des Mask-Franchises, ne, ist zu sehen auf jedem Mask-Logo entsprechend oben drüber. Eines meiner liebsten Kinderspielzeuge aller Zeiten, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Ding ist wirklich voll mit Erinnerungen für mich und definitiv auch eines der geilsten Sets der Mask-Spielzeugserie. Rhino Serie 1. Und man bekommt Rhino eigentlich relativ gut. Und man findet auch Rhino in der Regel in gutem Zustand, nur teilweise zu wirklich utopischen Preisen. Ich habe jetzt hier ein nicht ganz komplettes, nicht ganz perfektes Set, aber ich glaube, ich habe hier eine sehr gute Grundlage gefunden, um mir einen wunderschönen Rhino aufzubauen. Und viele elementar wichtige Sachen sind noch erhalten und oder dabei. Ja? Und von daher bin ich hier mit meinem Rhino sehr, sehr glücklich. Er rollt noch wunderbar. Hier seht ihr allerdings schon beim Rollen eins der Probleme, nämlich hier hinten diese Station hier rastet nicht mehr so richtig ein. Gucken wir uns aber erstmal an, wie er so per se aussieht und dann schauen wir uns mal an, was er so kann. Und zwar haben wir diesen geilen weinroten Trakt. Es ist wirklich eine Ikone, das Ding. Also ich glaube, selbst wer Mask, also Kinder der 80er, die jetzt Mask vielleicht nicht unbedingt hatten oder mit Mask gespielt haben, das Ding hat doch fast jeder schon mal gesehen, oder? Ich finde es, wie gesagt, absolut ikonisch, den Look. Das Weinrot hier mit den Streifen. Die Sticker sind schon ganz gut ausgeblichen. Sie sind noch eigentlich alle dran. Hier hinten fangen sie an, so ein bisschen zu wellen. Der Sticker hier oben ist noch drauf. Der fehlt ganz gerne mal, genau wie diese ganze Antenne gerne mal fehlt. Das ist alles noch okay. Vielleicht kann ich da perspektivisch auch noch mal ein Repro-Set draufhauen. Das werde ich wahrscheinlich sogar bei allen meinen Mask-Sachen machen. Wenn diese Repro-Sets, die ich da jetzt bestellt habe, was taugen, dann werde ich die nach und nach alle noch mal aufrüsten, damit sie wieder in neuem Glanz erstrahlen. Das macht, glaube ich, Sinn, weil die Sticker doch einfach über die Zeit einfach an Farbe verlieren oder Klebkraft oder was auch immer. Das ist alles ziemlich cool. Die Chromteile an dem Ding sind, ich sag mal, in vernünftigem Zustand. Sicherlich nicht perfekt. Ne? Man sieht hier vorne, sieht man schon so erste Kratzer und so weiter. Und auch hier oben drauf sieht man schon so ein bisschen, dass sich der Chrom abnutzt und dieses milchig weiße Plastik unten drunter zum Vorschein kommt, auch hier oben auf dem Motorblock. Aber es ist alles noch gut genug, weil ich mir sage, mein Gott, das Zeug ist über 30 Jahre alt. Was erwartet ihr denn, Jungs und Mädels? Ja? Vor allem für den Preis, wie ich ihn gekriegt habe. Hier hinten sieht man, welcher der beiden Knöpfe häufiger benutzt wurde. Das ist auch sehr schön. Die Chromfelgen sehen aber noch toll aus, die Tanks sehen toll aus, die Trittstufen. Auch hier die Auspuffrohre sind eigentlich noch alle Taco. Was leider fehlt, hier sieht man noch die Überreste, sind die Außenspiegel. Also auf beiden Seiten. Die kann ich aber bestimmt nochmal irgendwo als Ersatzteil abstauben. Da bin ich überzeugt von. Die fehlen gerne mal. Die waren dann auch hier nur so eingesteckt in relativ dünnes Plastik, sind gerne mal abgebrochen. Was auch noch fehlt, ist hier hinten die Anhängerkupplung. Ja, das wird ja dann, das sehen wir gleich, so ein kleiner Einsatzwagen und das klappte man dann auf und so weiter. Da fehlt halt die Anhängerkupplung. Auch die, denke ich, werde ich als Einzelteil sicherlich irgendwo bekommen. Beziehungsweise ich habe sie auch schon gefunden. Ich muss nur noch jetzt einen Preis finden, wo ich bereit bin, den für so ein kleines Teil halt auch auszugeben. Aber ihr seht insgesamt Rhino in einem super Zustand. Und ja. Ich bin sehr glücklich und ich glaube, da kann man einiges mit machen. Was mir auch noch fehlt, sind beide Figuren. Also sowohl Boo Sato als auch Matt Tracker habe ich bisher noch nicht gefunden. Ist nicht ganz richtig, aber noch nicht zu Preisen gefunden, die für mich okay wären. Von daher muss ich jetzt erstmal ohne Figuren leben. Aber ich finde, das ist schon ziemlich cool. Was konnte man mit Rhino machen? Rhino konnte verdammt viel, muss ich sagen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich den so gerne mit dem so gerne gespielt habe als Kind, weil du unglaublich viel damit machen konntest. Erstmal hatte ich schon erwähnt, könnt ihr hier hinten dieses Teil rausklemmen und dann habt ihr hier so einen kleinen Einsatzwagen, der hat hier so eine bewegliche Achse, dadurch war der halt auch super geländegängig, ja, so sagt man, mit der Doppelbereifung und so. Das war schon ziemlich cool und dann habt ihr hier irgendeine Figur reingesetzt. Nehmen wir mal den Brad Turner, den wir gerade aussortiert haben, einfach nur, weil ich ihn gerade da habe. Ne,
Ah, Turner hat so dicke Beine, er passte gar nicht richtig rein. Jetzt passt, ne? Und dann konnten die hier rumfahren. Ziemlich cool, mochte ich als Zusatzteil sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, da fehlt mir noch diese verchromte Anhängerkupplung. Das ist aber, denke ich, nicht das große Ding. Und dann haben wir das eigentliche Kernstück. Und der konnte auch verschiedene Sachen. Erstmal haben wir hier hinten die zwei Knöpfe. Mit dem einen Knopf konntet ihr hier vorne, zack, einen Rambock ausfahren. Bei meinem Rhino zum Schluss war das so, dass dieses Teil hier abgebrochen war und man hat dann den Rambock immer wie so eine Rakete weggeschossen. Ja? Man konnte es aber wieder einrasten, deswegen habe ich das als Kind überhaupt nicht gestört. Und aber ich finde es schön, dass es hier noch erhalten ist. Es ist alles ein bisschen locker, aber ja, ist okay. Hier hinten der Sticker wählt sich jetzt auch schon ein bisschen runter. Ist aber okay, das war eine Möglichkeit. Dann konntet ihr mit dem zweiten Knopf auf dieser Seite einen Schleudersitz auslösen, was ich nie so recht verstanden habe, warum man seinen eigenen Beifahrer rauskatapultieren möchte, aber sei es drum. Es war auf jeden Fall ein nettes Feature. Ich weiß gar nicht, ist die Figur wirklich da rausgeflogen? Das testen wir jetzt mal. Turner ist jetzt hier unser Versuchskaninchen. Und jo, aber wie? Cool, sehr schön. Das ist auf jeden Fall noch da. Im Cockpit sehen wir, sind auch noch zwei Sticker. Der eine wälzt sich ab, der andere ist noch da. Das Lenkrad ist noch da. Das sind alles coole Geschichten. Der Schleudersitz auch gern mal gefehlt oder der Mechanismus ist kaputt oder so. Aber wie auch bei fast allen Mask-Sachen muss ich sagen, die ich bisher gekriegt habe oder mir gekauft habe, die Sprungfedermechanismen bei Mask sind absolute Oberklasse. Wirklich, kann ich nicht anders sagen. Dann haben wir, konntet ihr hier diese beiden Auspuffrohre, konntet ihr nach außen ziehen. Und dann hier wie so Laserkanonen nach vorne klappen. Ich glaube, das waren so Antigravitationskanonen, wenn ich den Cartoon noch richtig im Ohr habe. Aber das wechselte ja teilweise auch die Fähigkeiten der Waffen von Folge zu Folge. Da war man nicht ganz so konsequent. Auch cool. Auch sehr, sehr nice. Und dann gibt es als letztes quasi das mobile Labor. Und das ist tatsächlich das größte Manko jetzt meines Rhinos. Das hier, ne, hier an der Seite sind eigentlich so Nupsis. Die sind aber schon so abgenutzt, dass das hier nicht mehr wirklich einrastet. Also, ne? Das ist ein bisschen schade, ist hinterher fürs Display wahrscheinlich egal. Von daher könnte ich am Ende damit leben, vielleicht kriege ich hier nochmal eine bessere Rampe oder so. Das sehen wir dann. Was konnte man machen? Man konnte das Ding hier rausziehen, die Rampe runterklappen, weil irgendwie musste man ja auch da reinkommen in das mobile Labor. Den Deckel hier auf, damit auch jeder weiß, für welche Organisation man arbeitet. Und dann hat man hier drinnen ein voll ausgestattetes Labor, Radarstation, was auch immer. Mit ziemlich coolen Stickern. Ich fand die Sticker bei Mask, gerade die großflächigen, so mit den ganzen Knöpfen und so, die waren sehr liebevoll gemacht. Wirklich sehr, sehr schön. Und das gefällt mir wirklich gut. Und da konntet ihr auch eine Figur reinstellen, glaube ich. Also vom Platz her müsste das passen. Jo, das passt. Turner steht wahrscheinlich jetzt nicht. Doch, er steht. War eigentlich immer der Arbeitsraum von Alex Sector. Witzigerweise ist sowieso, das fand ich auch immer so witzig. Wer den Cartoon schaut, sieht, dass im Rhino in der Regel eigentlich immer Busato und Alex Sector sitzen. Als Team waren aber Busato und Matt Tracker mit dabei. Alex Sector war bei Boulder Hill zusammen mit Buddy Hawks. Wobei Buddy Hawks in der Regel bei Firecracker mitgefahren ist. Also die Figuren waren teilweise etwas seltsam aufgeteilt und nicht ganz so am Cartoon, aber egal. Kommen wir noch zum letzten Highlight, die TV-Sat-Rakete, die Schlechtwetterrakete, glaube ich, war das. Und die hatte hinten einen Auslöser und das Ding war auch immer mega gut. Mal gucken, ob es jetzt hinter meinen Schreibtisch fliegt oder ob. Ne, ganz so hoch fliegt sie nicht mehr, aber sie hat schon noch ordentlich Bums. Hoppala. Cooles Ding. Ja, einfach hier Tempo Paint TV-Sat und das war's. Gibt es wohl auch in der schwarzen Variante, habe ich jetzt neulich mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das eine andere Länder-Ausgabe war oder irgendein Sonderrelease oder First Release oder was auch immer. Ja, ihr seht, normalerweise müsste man die Rampe hier oben einhängen können. Das hält alles nicht mehr so gut. Aber wenn man es zusammenschiebt und dann nicht berührt, dann funktioniert es. Das ist mein Rhino-Stand heute. Ich bin damit eigentlich ziemlich zufrieden. Mir fehlen halt jetzt noch diese paar Teile, die werde ich mir auch noch zusammenkratzen. Die Figuren werde ich definitiv auch noch finden. Und dann wäre ich mit diesem Rhino hier, muss ich sagen, eigentlich ziemlich glücklich. Allein schon, und das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber das ist auch so ein gewisses Flair dieser Sammlung, die ich hier nach und nach aufbaue. Ein paar Sachen sind in nahezu perfektem Zustand, ja. Aber gerade so die Dinge, wo ich sehe, da hatte jemand in seinen jungen Jahren sehr viel Spaß mit diesem Spielzeug. Hat es aber trotzdem pfleglich behandelt, weil nicht tausend Teile abgebrochen sind oder so. Weil das mit den Spiegeln, hey, das passiert, ja. Und die Klappe hier, das sind so Sachen, die einfach mal abfallen und dann verloren gehen irgendwo unterwegs. Das ist alles okay. Aber hier hatte jemand eine Menge Spaß mit dem Spielzeug. Und dieser Vibe schwingt noch mit. Erinnert mich natürlich auch an meinen eigenen Spaß, den ich damit hatte. Und deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich diese Art der Sammlung gewählt habe und nicht den eingeschweißten, originalverpackten hinterherjage. Und da haben wir nochmal alle zusammen. Und ganz ehrlich, was will ich denn mehr?
Ich habe Razorback komplett, ich habe Buzzard komplett, ich bin bei Gator ein ganzes Stück weiter, ich habe Condor komplett, ich habe coole Action Packs. Mein Rescue Mission sieht man gar nicht hier. Gar nicht voll aus dem Bild hier. Doch. Und ich habe mit Rhino das vielleicht wichtigste Playset oder wichtigste Fahrzeug der ganzen Serie angefangen. Und zwar vielversprechend angefangen. Und von daher ist das für mich wieder mal ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung kompletter Mask-Sammlung. Und ja, ich bin. Ich hoffe, man hört das auch. Ich versuche, dass das auch rüberkommt. Aber ich glaube, mir gelingt es einigermaßen. Mir macht das so unglaublich viel Spaß, so nach und nach diese ganzen Puzzleteile zusammenzusetzen und zu sehen, wie das immer mehr wird und immer kompletter. Und tatsächlich auch wieder über das Thema nochmal mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, die auch, ich sag mal, in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, die vielleicht mit Transformers nichts am Hut haben. Aber ja, hier einfach auch wieder neue, coole Leute aufzutun. Und ja, das ist. Das macht einfach unglaublich viel Laune. Und deswegen geht es hier definitiv auch weiter. Ich habe noch zwei Fahrzeuge, die wir uns angucken müssen. Und gestern kam ein Paket, was ich noch aufmachen muss. Aber ich weiß, was drin ist, nämlich unser allerliebster blauer Helikopter. Mehr soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Das war Rebuilding Mask für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Mask und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.